Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Heute rede ich über Deoxys. Es waren ja die Deoxys X-Rays. Mein zweites Light ausgefallen. Checkt nochmal den Livestream ab. Aber die meisten haben zumindest einen. Ich kenne auch ein paar, das ist richtig leidend. Bei denen sind beide X-Rays ausgefallen. Ich blende das mal ein. Vom Kollegen André. Da kann man echt nur sagen, richtig leidend. Aber jetzt, wo manche einen gefangen haben, stellt sich natürlich die Frage, sollte ich den pushen? Ich habe euch gefragt, ich war bereit, mein erstes Deoxys zu pushen auf Max. Ich habe YouTube gefragt, ich habe Instagram gefragt. Und überraschenderweise, für mich sehr überraschend, hat die Mehrzahl gesagt, nein, push den nicht. Warte auf einen besseren. Ich dachte, ihr wollt es sehen. Aber ihr seid sehr vernünftig, sehr effizient, was Staub angeht und erwies. Und wollte da, dass ich einen wirklich guten pushe. Die Frage ist jetzt, was ist wirklich gut? Weil wir wissen, also bei Mewtwo war es halt komplett anders. X-Ray richtig selten. Egal welcher IV, Attack 15, bam, der muss gemaxt werden. 91 aufwärts, bam. Aber jetzt wissen wir, ein Jahr später, es gab den Bonus, Mewtwo ist für über einen Monat da. Jeder kriegt Mewtwo, jeder, nicht jeder, viele haben jetzt 100er, 98er, 96er am Start. Nachdem die aber bereits ihre X-Rate Mewtwo gepusht haben. Klar, es gibt einen kleinen Unterschied. Die X-Rate Mewtwos können Spukball, aber im Grunde genommen haben die davor ein schlechteres gemaxt, weil sie dachten, die aus den X-Rays sind selten, sie kriegen nichts mehr Besseres und dann ist Mewtwo für einen Monat einfach aufgetaucht, einfach, ja wie nennt man das, von Niantic hier ausgeschüttet und ja, dadurch automatisch besser bekommen. Ich habe jetzt auch noch einen 96er am Start. Alter, wer hätte jemals gedacht, dass ich euch sage, hey, ich habe einen 96er Angriff 15, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Max pushen soll. Verrückt, oder? Aber jetzt ist es soweit und jetzt ist die Frage, wie machen wir das mit Deoxys? Wir können uns eigentlich sicher sein, garantiert, dass der, auch der, irgendwann danach, nach den X-Rays, als normaler 5er Raid Boss ausgeschüttet wird. Bei Deoxys ist es ein bisschen anders, der hat ja 4 Formen. Dementsprechend brauchen wir 4 gute Deoxys. Und das ist ja die normale Form. Und ja, an sich ist er auch Psycho, genau wie Mewtwo. Bisschen schlechtere Werte, abgesehen von Angriff. Also er ist eine Glaskanone, er teilt eine Menge aus, aber steckt nicht viel ein. Also rein theoretisch könnte er natürlich schon Verwendung haben. Mir persönlich würde aber jetzt momentan nichts anfallen, weil selbst die Mewtwos werden nicht für Psycho als Psycho eingesetzt, sondern mit Spukball und mit Eisstrahl. Dementsprechend Psycho Deoxys, was wollen wir damit momentan? Natürlich für die Zukunft. Hey, man weiß nie, was da passiert und kann auf jeden Fall mal nützlich sein. Aber wie gesagt, die Frage ist jetzt, was werden wir pushen? Was werde ich pushen? Also bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich muss ja aktuell immer bleiben und wenn ich da erst in einem Jahr ein Deoxys pushe, das ist ein bisschen spät zwecks Video und Views und so. Bei mir, ich nehme mal an, keine Ahnung, vielleicht 91 ist die Grenze, muss ich echt schon 91 Angriff 15 oder sowas. Vielleicht auch 93, was ist aber, 93 ist ein bisschen übertrieben. Schauen wir mal. Ich kann es natürlich nicht bestimmen, ich werde auf jeden Fall noch ein X-Ray Deoxys pushen, das auf jeden Fall. Und ja, wer aber die Geduld hat, der kann natürlich warten, weil momentan braucht man es echt nicht. Das heißt, ob ihr ihn jetzt pusht oder irgendwann, wenn er frei verfügbar ist und ihr da die Chance habt auf ein besseres Deoxys, das macht keinen Unterschied. Momentan noch, hey, es kann natürlich viel sich noch verändern bis dahin. Das ist noch sehr, sehr lange Zeit bis dahin. Deswegen vom jetzigen Zeitpunkt und Standpunkt aus würde ich den nicht pushen. Es sei denn, wie gesagt, 100er könnt ihr auf jeden Fall immer pushen. 98er, 96er, die drei würde ich direkt immer. Das ist komisch, weil 96, aber ich habe gerade gesagt, mein 96er Mewtwo, aber hey, wer kriegt schon 200er, 298er, also den 96er könnt ihr auch pushen. Den werde ich wahrscheinlich auch noch pushen. So, das sind so die drei Werte, die ich immer direkt pushen würde. Bei 93 würde ich es mir bereits überlegen und abgesehen davon, wie gesagt, würde ich auch erstmal warten. Das war so meine Gedanken zu Deoxys. Und wann und wo und wie ich den Max pushen würde. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr schon X-Rate Mewtwo damals, ganz damals, gemaxt habt, der eigentlich ziemlich schlecht ist, aber ihr halt dachtet, okay, das X-Rate, was Besseres kommt nicht mehr. Und habt ihr seitdem besseren Mewtwo bekommen durch die normalen Raids. Alles unten in die Kommentare und schreibt unten in die Kommentare, ob ihr vorhabt, ein X-Rate Deoxys jetzt zu pushen. Wenn ja, dann ab wie viel IV. Das war's von mir, wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Anamis ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.